Sie wird auch die Führung in Deutsch machen. Von daher haben wir da schon einen großen Vorteil. Um uns noch kurz vorzustellen, wir sind eine Gruppe von Studenten, aktiven und auch schon abgeschlossenen für die Sommelier-Ausbildung an der Deutschen Wein- und Sommelier-Schule in Koblenz. Die meisten von uns arbeiten in der Gastronomie, auch in der sehr gehobenen Gastronomie in Frankfurt, teilweise auch in Düsseldorf etc., also auch über ganz Deutschland verteilt. Kennen natürlich Ihre Weine hier von Onelaya schon und möchten Sie jetzt einfach mal ein Bild machen, wo die Weine herkommen, warum sie so hochwertig sind, so bekannt und auch natürlich so von guter Qualität. Und werden dann natürlich auch entsprechend bestimmt Ihre Weine gerne mit Begeisterung weiter an Ihre Gäste empfehlen können. Die Frau Dreis, Petra, ist bei der Wein- und Sommelier-Schule auch zuständig in der Organisation. Ist jetzt auch dabei, weil sie gerne die Prüfung machen möchte im nächsten oder übernächsten Jahr. Ich persönlich bin der Dozent für das Weinland Italien und gebe also den Studenten normalerweise die Kurse für italienischen Wein. Erkläre ihnen das alles und auch, was die Besonderheiten sind. Wir sind jetzt hier zum ersten Mal in einer Weinreise in südlicherem Italien. Also es gab schon Weinreisen nach Südtirol. Aber dieses Mal sind wir halt geflogen und sind also zum ersten Mal in Toskana. Haben jetzt schon 3 Tage toskanische Weine probiert. Natürlich hauptsächlich Basis Sangiovese, Chianti, Brunello, Vino Nobile. Und sind jetzt gespannt, was, sagen wir mal, das Moderne, das neue, die neue Toskana ausmacht, die ja hier im Bolgheri einfach ihr Herzstück, ihren Ursprung hat. Sich natürlich jetzt dann auch noch erweitert hat auf Morellino, runter nach Grosseto, in die Massa Marittima, wo auch wirklich die ganzen bekannten Weingüter Italiens sich auch Land gekauft haben. Gaia, das beste Beispiel mit Camarcanda. Oder natürlich so Institutionen wie Onelaya, die es jetzt mittlerweile schon seit über 20 Jahren einfach gibt. Ja, und von daher denke ich, sind wir sehr gespannt, was Sie uns heute hier über Onelaya erzählen können. So, entschuldigen für die Brille, aber ich habe eine Allergie und so. Das ist ein bisschen schwierig für mich heute ohne Brille. Und willkommen in Onelaya, entschuldigung für mein Deutsch, ich spreche nicht jeden Tag auf Deutsch, aber ich hoffe, so verstandbar sein. Und wir sind in eine Seite von der Güte von Onelaya, weil Onelaya Güte ist in 2 Teile geteilt. Eine ist hier, wo Onelaya in 1981 begründet wurde, bei Marchese Lodovico Antinori. Und in 1982 hier die Pflanzen erst mal verpflanzt wurden. Und 10 Jahre später, in 1992, haben wir entschieden, unsere Besitzung zu vergrößern. Und wir haben noch eine andere Seite gekauft. 5 Kilometer weiter von hier und der Name dieser anderen Seite ist Bellaria, das heißt die junge Seite. Aber leider könnten wir nicht heute nach Bellaria zu fahren, weil so viel geregnet hat und dann das ist unmöglich zu Fuß zu laufen dort. Flaschen 6 Liter von der 2007 Harmonie Charakter. Jede Etikette hat eine Buchstabe von der ganzen Satz, Philippe. Und jeder Jahrgang wird nur eine 9 Liter Flasche. Das ist von der 2006 Unterschiedlichkeit.
Bilanza auf Italienisch und 27 Anitratea in Lübeck. Und gibt es ein anderer Charakter, also da, der Energiecharakter. Und diese 9 Liter Flasche werden nach und das Geld, das wir bekommen, mit den 9 Flaschen, damit wir deswegen, der letzte war 54.000 Euro, benutzen wir nun